Hey, willkommen zu einem neuen Video. Jeden Tag sind wir mehr und mehr davon überzeugt, dass der Ozean mehr Geheimnisse birgt, als wir jemals in unserem Leben entdecken könnten. Aber hin und wieder wird etwas gefunden, das ziemlich unerklärlich und mysteriös ist. Heute zeigen wir euch 10 mysteriöse Dinge, die unter Wasser gefunden wurden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Das treffend benannte Loki's Castle wird euch glauben lassen, dass ihr in einer anderen Welt gelandet seid. Der Grund für diesen Namen ist die gruselige Ähnlichkeit mit einem Fantasieschloss. Tatsächlich handelt es sich aber um ein Feld mit 5 aktiven hydrothermalen Quellen, das zwischen Grönland und Norwegen mitten im Atlantik liegt. Dieser faszinierende Ort wurde 2018 entdeckt und befindet sich in der Nähe vulkanisch aktiver Gebiete. Die Videobilder, die wir hier sehen, werden auch Black Smokers genannt. Dabei handelt es sich im Grunde um vulkanische Schlote in der Tiefsee. Sie spucken kochendes Wasser aus, das eine fast schwarze Farbe hat. Das Wasser in Loki's Castle ist also unglaublich heiß. Es erreicht über 300 Grad Celsius. Die Forscher waren auch überrascht, 20 neue Tierarten zu entdecken, die hier leben. Nummer 9. Seid ihr bereit, die möglicherweise älteste Unterwassermine der Welt zu sehen? Willkommen in Yucatan, einer Mine, in der schon vor 12.000 Jahren Bergbau betrieben wurde. Dieses Höhlensystem ist so komplex, dass Bergleute sich leicht verirren können. Forscher stießen auf unglaubliche Funde von Grabungswerkzeugen, die bis zu 11.000 Jahre alt sind. Einer der Taucher, der die Mine betreten hat, beschrieb sie als Portal und sagte, dass man sich beim Betreten des Höhlensystems wie in der alten Welt fühlte, in der möglicherweise die ersten Bewohner Amerikas arbeiteten. Nummer 8. Wenn ihr dachtet, das furchterregende Bermuda-Dreieck sei das einzige mysteriöse Gebiet der Welt, dann liegt ihr falsch. Alte Legenden besagen, dass auf dem Pazifischen Ozean Geisterschiffe und Schiffe ohne Besatzung umherschwimmen. Mit einem Ruf, der dem des Bermuda-Dreiecks nicht unähnlich ist, hat das Teufelsmeer seit seiner Entdeckung seine Spuren in der Geschichte hinterlassen. Hier verlor Kublai Khan, der Enkel von Genghis Khan und Anführer des Mongolenreichs, mehrere seiner Schiffe und tausende seiner Besatzungsmitglieder. In den frühen 1800er Jahren wurde berichtet, dass eine geheimnisvolle Frau gesehen wurde, die dort ein Schiff steuerte. In den 1940er und 1950er Jahren wurden hier mehr als 5 Militärschiffe und zahlreiche Fischereifahrzeuge als vermisst gemeldet. Noch merkwürdiger ist, dass das Schiff, das zur Untersuchung des Vorfalls auslief, nie zurückkehrte. Nummer 7. Im Jahr 2017 stieß ein anonymer Mann, der in der Öl- und Gasindustrie arbeitete, an einem ganz normalen Tag auf etwas Geheimnisvolles im Mittelmeer. Er benutzte einen ROV, Unterwasserroboter, und fand ein 30 Meter langes Skelett, von dem man annimmt, dass es eine Dinosaurierart oder einen Seedrache war. Stellt euch vor, ihr würdet im Meer tauchen und plötzlich auf einen Haufen Knochen stoßen, die wie ein komplettes Rückgrat eines Drachens aussehen. Da er nicht wusste, was er mit diesem Videomaterial anfangen sollte, teilte er es mit einer paranormalen Forscherin namens Deborah Hatswell, die es auf YouTube hochlud. Sie machte es sich zur Aufgabe, die Herkunft dieses Riesenskeletts zu untersuchen und verglich es mit anderen großen Meeresbewohnern wie Walen, Seeschlangen und Gürtelfischen. Ihr zufolge sind diese Meerestiere jedoch viel kleiner als das entdeckte Drachenskelett. Aus diesem Grund bleibt es bis heute ein großes Rätsel. Was denkst du, was das gewesen sein könnte? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 6. Der Semchuk Canyon beweist, dass es tatsächlich eine außerirdische Welt unter dem Meer gibt. Und es ist ein weiteres Phänomen, das die Wissenschaftler vor Rätsel stellt. Dies ist der tiefste unterseeische Canyon der Welt. Er ist sogar tiefer als der 1829 Meter tiefe Grand Canyon im Bundesstaat Arizona. Das Besondere am Semchuk Canyon ist, dass er komplett unter Wasser liegt. Der Semchuk Canyon befindet sich mitten in der Beringsee und soll eine Tiefe von 2600 Metern haben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, welche Art von Meereslebewesen hier lebt. Man kann nördliche Pelzrobben, Delfine und riesige Wale finden. Aber wer weiß, vielleicht gibt es hier noch andere Arten, die noch nicht entdeckt wurden, denn der Canyon wurde noch nie vollständig erforscht. Nummer 5. Das Letzte, was drei Taucher erwarteten, als sie an der Westküste Norwegens tauchten, war, dass ein lebensgroßer Klecks zum Vorschein kommen würde. Ursprünglich waren sie dort, um ein Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg 200 Meter von der Küste entfernt zu untersuchen. In einem Video, das auf YouTube hochgeladen wurde, ist zu sehen, wie einer der Taucher mit diesem kugelförmigen Klecks schwimmt. Nun stellt sich die Frage, was könnte das sein?
Mit einer Taschenlampe sah einer der Taucher Hunderttausende von winzigen Kügelchen. Diese Kügelchen sind Eier, die Babytintenfische enthalten. Dieser Klecks könnte also von einem Riesenkalmar stammen. Das Seltsame ist, dass seit etwa 30 Jahren über Sichtungen ähnlicher Kleckse berichtet wird. Aber dies war das erste Mal, dass ein klares Video davon gemacht wurde. Nummer 4. Pavlopetri ist eine 5000 Jahre alte Stadt, die vollständig unter Wasser vor der Küste des südlichen Lakonien in Peloponnes, Griechenland liegt. Sie wurde in den 1960er Jahren wiederentdeckt und gilt als die älteste Unterwasserstadt im Mittelmeer. Sie ist aber auch eine der ältesten verschollenen Städte, die in der Bronzezeit bewohnt waren. Und nicht nur das. Pavlopetri ist älter als Platons verlorene Stadt Atlantis. Es heißt auch, dass sie ein Handelszentrum für antike Zivilisationen wie die Minoer und Mykener war. Um 11.000 vor Christus sank Pavlopetri in die Tiefe, möglicherweise infolge eines verheerenden Tsunamis oder eines tödlichen Erdbebens. Was diese Entdeckung noch erstaunlicher macht, ist die Tatsache, dass viele Dinge noch intakt sind, darunter Straßen, Gräber und Gebäude. Bisher wurde festgestellt, dass die Stadt eine Fläche von über 55.000 Quadratmetern hat und wer weiß, vielleicht findet man in Zukunft noch viel mehr interessante Informationen darüber. Nummer 3. Die Einheimischen wollen nicht in ihre Nähe gehen, aber eine Gruppe von Unterwasserarchäologen hat es gewagt und ein Sinkloch im Süden der mexikanischen Halbinsel Yucatan untersucht. Ihre Ergebnisse waren ziemlich gruselig. Es stellte sich heraus, dass diese Unterwasserhöhle, die als Sacuayum bekannt ist, verflucht ist und mit länglichen Schädeln übersät ist. Jahrhundertelang reichten die Legenden und Geheimnisse, die sich um diese seltsame Höhle rankten, um die Einheimischen fernzuhalten. Die alten Bewohner glaubten, dass eine riesige Schlange mit einem Pferdekopf den Eingang bewachte. Viele meinten, die Unterwasserhöhle beherberge eine böse Energie. Andere glauben, dass sich hier der Eingang zur Unterwelt der Maya befindet und dass die Götter hier zu Hause sind. Ich muss sagen, dass die Taucher sehr mutig sind, um diesen Ort zu erkunden, denn einige der Tunnel sind so eng, dass sie mit ihren Sauerstoffflaschen kaum durchkommen. Nummer 2. Vor etwa 55 Jahren rettete ein Mann einen Piloten aus einem Flugzeug, das im Golf von Bengalen in Indien im Wasser gelandet war. Mehr als 5 Jahrzehnte später fand der Enkel des Mannes das gestohlene Flugzeug, mit dem der Pilot unterwegs war, wieder. Er hatte seit 2010 nach dem Wrack gesucht, doch mit Hilfe anderer Taucher gelang es ihm, die Stelle zu finden. Der Pilot des Flugzeugs war der erste Inder, dem es gelang, ein einsitziges Seahawk-Flugzeug auf dem Wasser zu landen. Leider sank das Flugzeug auf den Grund und konnte viele Jahre lang nicht gefunden werden. Erst 55 Jahre später wurde es von seinem eigenen Enkel wiedergefunden. Meiner Meinung nach ist es ziemlich unglaublich, ein Flugzeug mit einer solchen Hintergrundgeschichte auf dem Meeresgrund zu finden. Findet ihr nicht auch? Nummer 1. Die legendäre Stadt Dwarka soll von Krishna, einem wichtigen Gott der Hindu-Religion, gegründet worden sein. Die Stadt wurde immer nur als Legende betrachtet, bis sie 1963 angeblich entdeckt wurde, was die Geschichte völlig verändern kann. Ursprünglich gingen Historiker davon aus, dass die Zivilisation in Indien vor etwa 3000 bis 6000 Jahren existierte, aber die versunkene Stadt Dwarka bringt dieses Datum auf 9000 bis 15000 Jahre zurück. Dwarka soll aus 900.000 Königspalästen bestanden haben, die alle aus Silber gefertigt und mit teuren Juwelen und Kristallen verziert waren. Später fand eine Gruppe von Studenten zufällig ganze Straßen und hohe Sandsteinmauern unter dem Wasser. Außerdem fanden sie Kupfermünzen, die 9500 Jahre alt waren. Was könnte mit dieser legendären Stadt passiert sein, dass sie einfach unterging? Und warum wird angenommen, dass diese verlorene Stadt nur fiktiv ist? Was denkt ihr? Würdet ihr selbst gerne die Tiefen der Ozeane erforschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.